So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen jetzt hier zum zweiten Rennen des siebten Laufes zum Porsche Mobilmann Supercup hier auf gt3-cup.net. Wir haben ein spannendes Quali gesehen. Wir haben ein übererwartend gutes erstes Rennen gesehen mit viel, viel Spannung, viel, viel Action und sind jetzt gespannt auf den zweiten Lauf. Jetzt hier, wo die ersten acht in umgekehrter Reihenfolge zum Ergebnis des ersten Laufes jetzt starten werden. Die lese ich gleich vor. Und da wird es nochmal richtig, richtig, richtig eng. Was fährt denn da in diesem blöden Screen da irgendein Formel-1-Auto rum? Ich lache mich tot. Diese Nachwuchsserie für Tourenwagensport, also sensationell, völlig überbewertet. Genau. Wir haben auf der Position 1 Edgar Ostermann, meines Wissens zum ersten Mal, dass er hier von einer Pole-Position startet. Auf Platz 2 den Dennis Erner, der hier sein erstes für das Team gewertetes Rennen fährt. Für das Team von, ja, nein, also für nicht RSA. Blödsinn. Platz 3 für Robert Stratner, der jetzt hier Punkte machen muss. Der muss hier deutlich vor Hartwig und Landgraf ins Ziel kommen. Daniel Streblow auf der 4. Auf Platz 5 René Herzig, den es zu beobachten gilt, weil seine Blitzstarts sind ja bekannt. Aber wir haben eben gesehen, hier auf dieser Strecke, der Weg von der Startaufstellung bis hin zum Bremspunkt ist sehr, sehr kurz. Selbst wenn er hier gut wegkommt, kommt er maximal nur neben seine Vorderleute. Und er wollte im ersten Rennen tatsächlich ein bisschen viel und ist dann zu weit rausgekommen. Und musste sich dann wieder auf seine ursprüngliche Position 4 einordnen, hatte ewig lange zu tun, dann an Sascha Landgraf vorbeizukommen. Ist dann irgendwann Dritter geworden, aber das war ein schweres Stück Arbeit. So, auf der 6 haben wir besagten Sascha Landgraf. Auf der 7 Ole Hedderich, der im ersten Lauf Zweiter wurde. Und der Sieger des ersten Laufs, Christian Rücker, der hier schon mal so ein bisschen versucht, so Druck auszuüben. Das ist aber bei Hedderich definitiv an der falschen Adresse. Das interessiert den gar nicht. Wahrscheinlich hat er die Spiegel aus und auch das Timing läuft da gar nicht. So, auf Platz 9 Micha Wenzel, auf der 10 Robin Frischkopf, der sich beschwert hat, dass er die Strafe nicht bekommen hat. Platz 11 Axel Schweiger, Platz 12 Andreas Borde, Platz 13 Enrico Herzig, Platz 14 für Klaus Schaschek, Platz 15 für Daniel Borowski, Platz 16 für Stefan Bäumer, Platz 17 für Jürgen Engelhardt. Steffen Streblow ist wegen Hardwareproblemen nicht mehr am Start. Somit starten wir jetzt mit 17 Autos. Allerdings sind hier heute auch keine Wildcards dabei. So. Gut, so, die Zeit für die Reconnaissance Lab läuft jetzt gleich ab. Dann gibt es die Formation Lab und dann werden wir uns hier zu diesem Rennen, zu diesem zweiten Lauf hier auf dem Hungaroring in Ungarn, in der Nähe von Budapest, wiedersehen. Hallo, hallo, ich wink gerade mal. Ja, ich hoffe, ihr konntet das alle sehen. Da oben, ein bisschen da über diesen Zuschauertribünen sitze ich. Genau. So, und hier haben wir den Führenden, beziehungsweise den Polesetter, den Edgar Ostermann. Und wir hoffen, dass seine Nerven halten. So, und auf geht's. Es gibt dann auch gleich noch einen Start. Und schon kommt die Meldung aus der Box. Nein, 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 das ist nicht der Rennstart. Mach wieder ruhig. So, da kam eben noch der Hubschrauber von Multivisier vorbei. Die haben hier leider keine Rechte bekommen heute, das Rennen zu übertragen. Also die fliegen hier rum, machen vielleicht eine Aufzeichnung, man weiß es nicht. So, schöne Kamera hier, muss man mal sagen. Also, sieht ja mal echt lustig aus. Vielleicht sollte man diese Kamera tatsächlich mal nachher zum Rennstart stehen lassen.
Können wir sogar noch ein bisschen rumzoomen hier. Ach, wie lustig. Und da kam schon wieder dieser Hubschrauber vorbei. Da ist er. Das ist, erinnert mich so ein bisschen an Comanche, wo man jetzt hier abschießen konnte. Na ja, gut. Okay. Ja, werden wir mal schauen. So, jetzt wird es langsam spannend, meine Herren. Meine Damen und Herren, muss ich ja sagen. Weiterlauf des Porsche Mobile One Super Cups. Hier auf GT3-Cup.net. Nochmal der Hinweis, es heißt wirklich nur Mobil. Also es hat nichts mit Mobile zu tun. Also sollte man sich mal ein bisschen verinnerlichen. Gut, Edgar sieht einigermaßen ruhig aus. Und die Ampeln sind an. Und aus und los geht's. Und Edgar Ostermann verpennt den Start ein klein bisschen, aber sieht gut aus hier. Das sieht momentan recht, recht sauber aus. Oh, und da gibt's einen bösen Unfall, einen bösen Unfall. Eieieieiei. Oh, 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 oh. Klaus Schaschek hat's erwischt. So, aber hier vorne ist richtig was los. Robert Stratner konnte seine Position 2 behaupten. Edgar Ostermann nach wie vor auf der 1. Auf der 3 Dennis Erner. Christian Rückert bereits auf 4 vorgefahren, auf der 5 Robin Frischkopf, auf der 6 René Herzig. Der hat nichts gut machen können. Auf der 7 Micha Wenzel, auf der 8 Jürgen Engelhardt. Der ist hier ganz weit nach vorne gekommen, der Jürgen. Daniel Streblow auf der 9. Auf der 10 Andreas Borde, auf der 11 Stefan Bäumer, auf der 12 Enrico Herzig, auf der 13 Daniel Borowski. Sascha Landgraf zurückgefallen bis auf die 14. Der muss damit verwickelt werden. Ole Hederich auf 15 zurückgefallen. Klaus Schaschek auf die 16. Und hier hinten eiert jetzt Axel Schweiger rum, der vermutlich ein arg ramponiertes Auto hat. Ja, aber es sind noch irgendwie noch alle im Rennen. Also ist noch nicht aller Tage Abend. So, und wir konzentrieren uns jetzt mal hier auf die Spitze. Die ersten vier hier ganz, ganz, ganz eng beieinander. Ostermann, Stratner, Erner und Rückert. Und dann gehen wir doch mal auf die vier und schauen mal, was der Christian Rückert hier veranstaltet. Hier wird er noch nicht viel veranstalten, gehe ich mal von aus. So, Jürgen Engelhardt verliert nochmal 2 Plätze. Da weiß ich jetzt nicht, was passiert ist wahrscheinlich. Oh, hier kommt es, ein Angriff von Robert Stratner, der auch jetzt gleich mal dann, da wird er bestraft. Also eine ziemlich ungeschickte Aktion, muss ich mal jetzt so sagen, an der Stelle es zu versuchen, weil dafür ist die Kurve einfach zu schnell. Aber so ein Pilot sieht dann halt eine Lücke und versucht's, das ist, dafür fahren wir Rennen. Wäre jetzt nur Pech für ihn gewesen, wenn er jetzt hier an dieser Stelle Position verloren hätte. Und Rückert versucht es auch, aber das kostet jetzt mehr Zeit, als was es bringt hier in dieser Schikane. Kommt man hier auf diese irre hohen Randsteine, ist es vorbei.
wenn man Pech hat, setzt ein Auto sogar auf. Man kommt da gar nicht mehr runter. Das nenne ich mal Action jetzt hier. So, gucken wir mal weiter nach hinten. Robin Frischkopf vorgefahren bis auf die 5, auf der 6 René Herzig. Also auch das hier ein ziemlich heißes Duell. Jetzt wollen wir mal gucken, ob Herzig hier dicht genug ist. Er dran, er ist eigentlich genau in der richtigen Position. Frischkopf macht aber zu und Herzig muss nach außen, kann dadurch allerdings später bremsen. In der Hoffnung, dass... Nee, Frischkopf verbremst sich nicht, dazu ist er zu erfahren. Kommt nicht zu weit raus. So, Wenzel auf 7, Streblo auf 8. Border auf 9. Bäumer auf 10. Und hier hinten geht es auch nochmal richtig zur Sache. Landgraf schon auf 11. Herzig, Enrico Herzig auf 12. Auf der 13, Daniel Borowski. Auf der 14, Ole Hederich. Also das wird hier auch nochmal eine ganz heiße Kiste hier hinten. Unheimlich schwierig hier. Upsala, und das könnte passen für Hederich. Hederich hier gegen Bäumer und geht vorbei und holt sich die Position. Quatsch. Gegen Borowski, nicht gegen Bäumer. Fängt auch mit B an. Sorry. Also Hederich hier mit deutlich Ambition hier ganz, ganz schnell wieder nach vorne zu kommen. Da sind wir im Auto. Jetzt hat er hier. Das müsste Enrico Herzig sein, genau. Jetzt versucht er es hier aus. Oh, kriegt da einen Schubs. Uiuiui. So, da lässt er ihn auch durch. Jetzt weiß ich nicht, was jetzt ist. Ah, er lässt ihn vorbei wieder. Ja, das war jetzt einfach nur eine faire Geste. So, wir gucken wieder nach vorne. Edgar Ostermann führt nach wie vor. Aber Christian Rückert ist vorbei. Und auch Dennis Erner ist vorbei an Robert Stratner. Wo fährt der? Auf Frischkopf auf 4. Upsala. Und das Herzchen hier, das zweite Herzchen, ein bisschen aufgeregt. Da kommt schon Micha Wenzel. Daniel Streblo, was ist mit Robert Stratner passiert? Der ist auf die 8 zurückgefallen. Hat 5 Plätze verloren. Wir wollen mal schauen, ob wir da irgendwas sehen. Ah, der hat irgendwie Bockendurchfahrt oder irgendwas. Wollen mal schauen. Wegen irgendwas hat er eine Boxendurchfahrt bekommen. Okay, das ist natürlich bitter. So, dann gehen wir mal hier zu Streblo und Wettel, die hier auch richtig heftig fighten. Also der Micha Wenzel, wenn er dann schon mal so weit vorne ist, dann will er auch die Position behaupten. Wenn mich nicht alles täuscht, hat er sich mal gerade eben gegen Streblo durchgesetzt. Weil der fuhr ja vorher auf 7. So, vorne noch alles erstmal normal. Edgar Ostermann vor Christian Rückert und Dennis Erner. Aber Rückert ist jetzt wohl ganz dicht dran. Deswegen gehen wir da mal hin. Na, das nenne ich mal eine Aktion. Das nenne ich mal eine Aktion nebeneinander. Sehr weit raus, Ostermann ist jetzt wirklich unter Druck. Also Rückert macht hier richtig Druck gegen Ostermann. So, jetzt hier in der Schikane. Wahnsinn.
er schafft es sogar noch, in diesen wirklich schwer zu fahrenden Kombinationen sich noch im Rückspiegel zu zeigen. Das heißt, nochmal kurz von der Linie zu gehen und sagen, Junge, ich könnte auch hier, wenn ich wollte. So mehr oder weniger. Was natürlich nicht stimmt. So, jetzt könnte es aber passen. Jetzt sieht das gut aus. Und Rückert ist durch. Rückert ist durch. Und wenn, so wie es aussieht, könnte jetzt hier Ostermann auch noch Probleme bekommen. Mit Dennis Erner, mit seinem Haus- und Hofkumpel aus der Race Day Speed Association. Also hier geht es ja jetzt wirklich heftigst zur Sache. Ole Hedderich fährt die schnellste Rennrunde auf Position 13. So, und da gucken wir mal. Und er holt sich jetzt hier gerade... Upsala, da gab es einen kleinen Stupser. Wer ist das hier? Daniel Borowski. Aber mal so anlehnen, mein Gott. Also, wollen wir mal nicht päpstlich sein als der Papst. Ist nicht so, dass wir das nicht schon öfter mal gesehen hätten. So, und jetzt sein nächstes Opfer, in Anführungsstrichen, wäre dann Stefan Bäumer. Vorne tut sich momentan nichts, außer dass Rückert Ostermann natürlich jetzt davon fährt. So, René Herzig verliert zwei Plätze. Gehen wir mal gucken, was da jetzt wieder gewesen ist. Nee, der hat keine zwei. Quatsch, Dennis Erner. Dennis Erner hat zwei Plätze verloren, nicht René Herzig. So, hier geht's aber richtig zur Sache. Herzig und Frischkopf fighten hier bis aufs Messer. Herzig setzt sich jetzt hier durch, so wie es aussieht. Der Super-GAU für Robert Stratner. Vermute mal, der Robert hat auch einen Frühstart hingelegt. Deswegen die Durchfahrtrafe. So, Herzig jetzt auf 3 und mit ungefähr 4 Sekunden Rückstand auf Edgar Ostermann. So, Robin Frischkopf sagt sich, okay, komm, den kann ich eh nicht halten. So, aber hier, Micha Wenzel, Daniel Streblo, Robert Stratner und Dennis Erner. Der Dennis wohl doch noch ein bisschen aufgeregt hier. Also, das geht hier mal richtig zur Sache. Das sieht jetzt so ein bisschen aus, als ob Wenzel den ganzen Laden aufhalten würde, weil da hinten fährt auch noch der Andreas Border ran. Und Sascha Landgraf haben auch noch in diesem Gepäck. Also hier geht's richtig zur Sache. Da weiß ich jetzt überhaupt nicht, wo ich hinschalten soll. Guckt euch das an. Also das sind hier 6 Fahrzeuge innerhalb von... Oh! Was macht er denn hier? Borde mit einem schönen Verbremser in die erste Kurve rein und hat natürlich jetzt hier auch Spaß mit Sascha Landgraf, der sich da auch nicht lange bitten lässt, so wie es aussieht. Nee, Landgraf ist durch, aber Borde kottert. Allerdings ist das jetzt hier an der Stelle mehr als gefährlich. Tut er auch nicht, steckt zurück und somit Landgraf dann erstmal durch.
Und da hinten kommt dann auch noch Ole Herterich, der mittlerweile schon... Oh, wer ist das denn, Himmel? Sascha Landgraf, was macht der denn da? Junge, 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 Junge. Da müssen wir doch glatt nochmal gucken jetzt hier, was das für eine Aktion war. So, hier das Überholmanöver. Spulen wir mal ein bisschen vor. Au! Da ist es gewesen. Ich glaube, da gab es einen Rempler. Können wir mal hier ein bisschen näher rankommen. Dankeschön. So. Jo. Jo, jo, jo. Es war nichts Schlimmes passiert, aber da muss da durch den Dreck. So, wir gehen wieder live. Ole Herterich, da ist er. Und versucht hier auch, da jetzt ranzukommen. So, Borde. Dann haben wir hier Landgraf. Stratner. Wenzel, zurückgefallen auf die 7. Erna und Streblo. Erna und Streblo hier momentan nebeneinander. Ich drehe durch. So wie man sich das wünscht, vorstellt, was auch immer. So, Wenzel jetzt dran an Erna, versucht es jetzt auch. Da soll mal einer sagen, hier kann man nicht überholen. Das ist ja der Oberbrüller. Vergesst diese anscheinenden Cuts hier. Das ist Rennsport vom Allerfeinsten, was die Jungs hier bieten. Ja, was ein Wahnsinn. Reblo jetzt hier erstmal durch diesen ganzen Wust durch. Ich könnte mir vorstellen, dass es ihm gelingt, sich hier ein bisschen abzusetzen, solange die anderen noch da hinten fighten. Erna vor Wenzel, Landgraf, Partner, Borde und da kommt Ole Herterich. Ja, was ein Wahnsinn. Sieben Autos. Sieben Autos innerhalb von 2 Sekunden. Da bleiben solche Berührungen nicht aus und diese Lichthupen, die sind echt für nichts. Also guckt euch das einfach hier an. Ich meine, ihr seht doch, was da los ist. Ja, was ein Wahnsinn. Also, auf keinen Fall zu viel versprochen. Das zweite Rennen hier nochmal deutlich actionreicher als das erste. Wenzel hier mittendrin und das gefällt mir richtig gut, was der Junge hier treibt. Der hat ja nun schon ganz andere Rennen erlebt. So soll das sein. Herterich jetzt nur vorbei an Andreas Borde. Daniel Streblo auf 5, Dennis Erna 6, Micha Wenzel auf 7, auf 8, Sascha Landgraf, dessen Cockpit sitzen wir gerade,
9. Upsala! Da hat er es versucht. Platz 9 für Robert Wagner, 10. Ole Hedderich. Also, unglaublich. Scheint sich jetzt Andreas Borde ein bisschen abgeschlagen da in dieser Gruppe. Aber die hier machen hier voll den Betrieb. So, jetzt hier der Angriff, aber da macht er die Tür zu, nutzt aber nichts. Landgraf durch und wenn er jetzt Pech hat, geht Stratmann auch noch vorbei. So, Landgraf jetzt vorbei an Wenzel. Ich denke mal, dem Michael Wenzel ist jetzt die Position auch völlig Schnuppe. Hauptsache, der hat hier richtig Action und kann richtig fighten und das tut er. Das ist überhaupt noch nicht gegessen. Landgraf hier mit einem wirklich eingedrückten Fahrzeug unterwegs. Die Aerodynamik dürfte so ziemlich zum Teufel sein. Jetzt guckt euch das an hier. Das auf dieser Strecke, die wirklich kaum einer wirklich leiden mag. Das ist unglaublich. So, jetzt hier der Angriff. Stratner versucht alles, um möglichst schnell jetzt hier an Wenzel vorbeizukommen, damit er den Hedderich aus dem Heck kriegt. Weil mit dem dürfte er deutlich mehr Probleme bekommen als mit Micha Wenzel. Sehen wir's. Da macht er auch so ein kleines Scherzchen hier, gibt nochmal eine Lichthupe und denkt, oh, mal sehen, ob er sich verwirren lässt. So, gehen wir mal einmal kurz nach vorne, da fährt Christian Rückert nicht einsam und alleine, sondern in gar nicht allzu weiter Entfernung ist der Edgar Ostermann auf der 3 René Herzig und dann geht das Drama los hier. Auf der 4 Robin Frischkopf, auf der 5 Daniel Streblow, auf der 6 Dennis Erner. Das ist die erste richtige Hammergruppe hier, die da unterwegs ist. Dann auf der 7 Sascha Landgraf, Micha Wenzel, Robert Stratner und Ole Hedderich. Das ist die nächste Gruppe. Also unglaublich, was hier abgeht gerade. Und lassen wir jetzt mal den Rückert und Ostermann da vorne weg, die ja schon fast 15 Sekunden Vorsprung auf Platz 3 haben. Wenn wir mal von Platz 3 zurückgehen, sind bis Platz 11 alle innerhalb von 10 Sekunden. Also das ist ein Oberkracher. So macht Rennenfahren richtig Spaß. Also das, da juckt's einen ja selbst in den Fingern. Unglaublich. Oh, wen hat's denn da erwischt? Robert Stratner wieder? Nee. Moment, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt sollten wir gleich neue Positionen kriegen. Robin Frischkopf hat es erwischt. Robin Frischkopf hat es erwischt. Was aber dem ganzen Treiben hier keinen Abbruch tut, weil wer hier nur auf welcher Position fährt, ist eigentlich erstmal egal. Wir haben die letzten 5 Runden und das zweite Rennen ist wieder mal deutlich kurzweiliger als das erste.
So. Benny Herzig hier auf der dritten Position, aber bei Leibe nicht ungefährdet. Daniel Streblo ist dran und auch Dennis Erner und auch Sascha Landgraf. Also die Cracks hier, Meisterschaftsführenden außer Robert Stratner, hier alle ganz vorne mit dabei. Der Robert Stratner kommt aber hier auf Position 7, hat aber dann schon wirklich ein bisschen Rückstand. Aber Ole Ederich bereits auf Position 8. Mein, wir denken dran, der ist, glaube ich, auf 16 rumgefahren nach dem Start. Micha Wenzel leider zurückgefallen bis auf die 9 und der hat, ist auch noch nicht Ruhe, weil Robin Frischkopf da jetzt im Getriebe hängt. Und Andreas Bord hier auf der 11. Auf der 12, der Vollständigkeit halber, Stefan Bäumer. Daniel Borowski auf der 13, auf der 14 Enrico Herzig, auf der 15 Axel Schweiger, auf der 16 Jürgen Engelhardt, auf der 17 der Klaus Schaschek. So. Mann. So, da ist jetzt hier erstmal nicht zu vermuten, dass da irgendwas passiert. Aber hier ist es eng. Dennis Erner und Robert Stratner. Das wird nochmal eine heiße Kiste. Der Stratner braucht jeden Punkt. Und der, jetzt hat er höchstwahrscheinlich die Möglichkeit... Oh, nicht in die Karre fahren, mein Gott. Warum? Ja, warum gibt er ihm jetzt Lichthupe? Das ist eine Aktion, die kann ich nicht verstehen, warum man da Lichthupe geben muss, wenn man selbst schuld ist. Ich meine, klar ist man in dem Moment einfach, oh ja, der hätte da auch, weiß ich nicht, bla, und meistens sind es ja eh mal die anderen, aber oh, es ist, ja, gehört aber irgendwo auch mit zu der Action dazu, die wir hier haben, weil ohne Berührung, ohne Rempler kann das hier nicht abgehen, aber Stratner kriegt jetzt hier nochmal richtig Stress von Hederich auch. Und versucht hier alles. Er versucht alles, um an Erner vorbeizukommen. Er sagt sich, das gibt es doch gar nicht. Ein Rookie, der hier neu reinkommt, macht mir hier so das Leben schwer. Aber auf der einen Seite ist es natürlich die Strecke. Kommt jetzt der Angriff? Oh, Hederich hier mit einem seiner bekannten echt Spätbremsen hier. Hat aber schon einmal Erfolg gebracht, die Geschichte. Ja, was ein Irrsinn. Also das muss man wirklich sich verinnerlichen, was hier abgeht. Grandios wieder. Und ich bin völlig fasziniert, was hier geht. So, jetzt aber hier Hederich gegen Stratner. Was hupt denn der da mit seinem Licht durch die Gegend? Ich verstehe es nicht. So, jetzt hier der Angriff, ist ja nicht zu glauben, von Micha Wenzel gegen Ole Hederich. Aber Hederich kann sich da nochmal durchsetzen. Ja, das ist heute irgendwie... Heute ist Tag der Lichthupe. Und relativ unbeeindruckt fährt hier vorne Dennis Erner mit diesem Auto seinen ersten regulären Porsche Mobil One Supercup hier und ziemlich erfolgreich, wie ich finde.
Wenn auch jetzt hier mit einem Fehler. Aber das bleibt höchstwahrscheinlich nicht aus bei dieser Strecke. So, Micha Wenzel hat jetzt nochmal zwei Plätze verloren, weil ist jetzt auf 11. Und mal schauen, ob wir das hier eingefangen kriegen, was da passiert ist. Micha Wenzel und Robin Frischkopf. Das war das. Upsala. Ich glaube. Nee, da war keine Berührung. Da ist er einfach quer über den Körb gekommen. Und wir sehen auch, Robin Frischkopf versucht hier alles, um die Kollision zu vermeiden. Trifft ihn aber noch. Konnte hier aber wirklich nichts dafür. Und somit, der wirklich ein gutes Rennen gefahren hat hier, der Micha Wenzel, dann auf Platz 11 durchreicht. So, René Herzig hält sich nach wie vor den Daniel Streblo vom Hals und auf 5 fährt Sascha Landgraf. Also, Landgraf müsste jetzt noch irgendwie an Streblo vorbei, wenn er seine Position festigen will, gegenüber Streblo, der dann ein paar Pünktchen gut macht. So, und hier ist nach wie vor voll der Bär am Steppen. Dennis Erner, Robert Strader, Ole Hedderich. Jo, das war jetzt nicht wirklich, das schauen wir uns nochmal an. Der Ole hier, dahinter, schauen wir mal. So, hier gibt's, ich glaube, das lag daran, dass er hier irgendwo arg über den Körb geräubert ist und dadurch Geschwindigkeit verloren hat. Ja, hier passiert. Und da konnte Hedderich wirklich nichts mehr tun. Damit hat er nicht gerechnet, dass Stratner jetzt auf einmal so langsam wurde. So, erwartet, was aus meiner Sicht nicht zwingend. Oh, und wir haben Sieger, meine Fresse, das war alles in der letzten Runde. Herzlichen Glückwunsch an Christian Rückert. Platz 2 für Edgar Ostermann. Platz 3 für René Herzig. Platz 4 für Daniel Streblo. Platz 5 für Sascha Landgraf. Platz 6 Dennis Erner. Da muss man wirklich sagen, Glückwunsch. Platz 7 für Robin Frischkopf. 8. Andreas Borde. 9. Robert Stratner. Micha Wenzel auf der 10, Ole Hedderich auf der 11. Na, der hat hier wohl, glaube ich, mehr als ein kaputtes Auto. Ja, der gibt hier Lichthupe, genau. Weiß ich nicht, ist er jetzt hier noch im normalen Rennen? Auf der 12, Daniel Borowski. Was macht er denn jetzt hier? Oh, 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 der fährt hier rückwärts übers Ziel. Da wird sich einer fragen, wie kann das denn sein? Verliert hier noch eine Position. Heieieiei. Also das war jetzt mal wirklich. Also, mein lieber Ole, in allen Ehren nochmal. Ich weiß nicht, was du jetzt dabei gedacht hast. Da war genügend Platz, aber okay, hast noch einen Platz verloren dadurch. Ist auf alle Fälle risikoloser, als jetzt hier in der Zielkurve ein Wendemanöver zu starten. So, jetzt wollen wir mal schauen, wie das jetzt hier weitergeht, wo er dann jetzt eigentlich gewertet wird. Momentan noch auf 13, aber ich glaube, das haut nicht ganz hin. Doch, er wird hier auf 13 gewertet. Tja, meine lieben Zuschauer, Zuschauerinnen und Zuschauer. Das war ja wohl meine Hausnummer hier heute, das zweite Rennen. Das ging so schnell vorbei, dass ich fast den Zieleinlauf verpasst habe. Ich meine, den vom Führenden habe ich tatsächlich verpasst. Ostermann haben wir dann gerade noch so gesehen. Also, ja, also ziemlich cool. Nicht schlecht.
meine Damen und Herren. So, wir machen unser Plakat an und versuchen mal irgendwie es hinzukriegen, hier ein Interview in die Reihe zu kriegen. Ich hoffe, das klappt. So, dann machen wir das mal so und so. Dann müssen wir das nochmal ändern. Ja, wunderbar. So. Ich kann hier leider keine Durchsage machen. Ich versuche mal, die Herrschaften hier hinzukriegen und hier ranzuholen. So, jetzt wollen wir hoffen, dass wir hier unsere Interviewgäste bekommen. Und das wird ein heißes Interview, da bin ich mir ziemlich sicher. Da füllt sich das Ganze hier. Ach, mein Gott. Was ein Drama. Herzlich willkommen hier zur Pressekonferenz des siebten Laufes oder siebten Events im Porsche Mobile One Supercup Lauf 13 und 14 hier auf dem Hungaroring auf gt3-cup.net. Also können wir uns noch irgendwie mal eine kürzere Ansprache irgendwie ausdenken. Das ist ja grauenhaft, bis man das alles so, was man hier alles sagen muss. Ja, wir haben heute wieder erwarten. Ich habe gedacht, heute wird es noch langweiliger als auf dem ersten Rennen des Nürburgring. Aber nichts da. Schon das erste Rennen hat gezeigt, dass man auch auf einem Kurs wie Ungarn hier auf dem Hungaroring deutlich Rennaction bieten kann. Und fangen wir mal mit dem ersten Lauf an. Ist der Sascha da? Der Sascha ist da. Mein lieber Sascha. Geht erstmal hauptsächlich um den ersten Lauf. Das war ja erstmal vom Start weg gar nicht so das, was man sich so vorgestellt hat. Erzähl mal einfach so vom Start raus und dann dein dritter Platz. Also erstmal Glückwunsch dazu noch. Er ist gerade raus, der Sascha. Warum ist er jetzt raus? Ich hole ihn schnell nochmal. Er dürfte von Server geflogen sein. Ah, warte, ich komme gleich. Nö, der ist doch da oben. Gut, egal. Haben wir den Ole hier? Mein Zweitlieblingsfahrer? Yep. Ja, da ist er, Ole. Eigentlich dürfte man dich gar nicht so sehr zum ersten Rennen befragen. Das war ja relativ klar, aber warst du dir eigentlich... Hast du vermutet, dass du so dicht an Christian dranbleiben kannst nach dem Quali? Nö. Okay, das war klar, die Antwort. Ich bin noch immer so ein bisschen krank und wusste gar nicht genau, wo ich stehe. Ich habe auch nur wirklich nur das Nötigste trainiert. Gestern so ein paar Runden und heute Morgen nochmal fünf. Und war sehr erstaunt, dass das so gut ging. Ja, naja, und zum Schluss hin war es dann halt so, du warst ja das ganze Rennen über sehr dicht dran. So 3 bis 4 Runden vor Schluss hast du dann so ein bisschen abreißen lassen. Kamst aber dann ganz zum Ende nochmal ran. War das so ein bisschen, hast du dann gesagt, okay, ich fahre jetzt den zweiten Platz nach Hause oder gab es irgendein Problem? Nee, ich hatte ihn ja dann einmal überholt, ausgebremst auf die erste Kurve hin und er konnte aber direkt kontern. Ja. Und bei der Aktion und den folgenden 3 Vieren und wir hatten ja auch die ganze Zeit ein bisschen gepusht, waren dann irgendwie die Reifen ein bisschen heiß. Und dann habe ich erstmal ein wenig runtergefahren, um die Reifen wieder runterzubringen und wollte dann am Ende eben nochmal. Ich habe ja gesehen, dass ich an ihn ranfahren kann und ja, hätte ja nochmal klappen können in der letzten Runde. Okay,
Na gut. Der Sascha ist scheinbar zu verärgert. Ich weiß jetzt nicht so nein, ganz genau. Der Sascha hört uns nicht. Ach, der hört uns nicht? Okay. Der hört uns nicht, nein, leider. Ja, das ist natürlich blöd. Okay, dann ist das auch mal schlecht mit Fragen stellen. Kommen wir zum, also sagen wir natürlich dann erstmal an den Sascha Glückwunsch zum dritten Platz im ersten Rennen. Kommen wir zum Sieger. Mein lieber Christian, ich muss ja sagen, ich habe dir ja so teilweise nicht unbedingt den Sieg gewünscht. Natürlich gönne ich ihn dir aus ganzem Herzen. Wegen dieses Spruchs im Qualifying, so, ne? Ich war ja, so lange war ich ja nur auch nicht weg. Also, ein bisschen so, ne? Ja, aber nichtsdestotrotz, affengeile Leistung, Qualifying, wie auch, was mich halt am meisten gestört hat, warum hast du das zweite Warm-Up nicht auch noch gewonnen? Ganz ehrlich, ich habe mich mit dem Klaus unterhalten. Alles klar. Der hatte noch ein paar Fragen zwecks Setup. Okay. Gut, kommen wir mal zum Rennen. Erster Lauf war ja relativ problemlos. Frage umgekehrt, die ich schon Ole gestellt habe, hast du damit gerechnet, dass er so dranbleiben kann, beziehungsweise teilweise sogar schneller war? Ja, man sagt, man darf niemanden unterschätzen hier in dem Cup. Also auch wenn die Hotlaps was anders sagen im Rennen, da geht es nochmal anders zu. Am Schluss habe ich dann gemerkt, dass er abreißen lässt. Da habe ich dann auch nicht mehr gepusht, sondern habe die Reifen auch ein wenig kühl gehalten, weil ich mir schon gedacht, dass er dann nochmal kommen wird. Und das Überholmanöver, denke ich, war ganz sauber. Das war astrein, das hat totalen Spaß gemacht, das zu sehen. Ja. Ja, wie so einiges andere hier auch. Heute wirklich Spaß gemacht hat zu sehen. Also, das erstmal im Großen und Ganzen die Geschichte. Ulle, eine Frage habe ich aber noch, bevor ich jetzt zum zweiten Lauf komme. Betrifft nämlich den zweiten Lauf, weil ich glaube, du warst da direkt involviert. Was ist da am Start passiert? Ich konnte es leider nicht nachvollziehen. Ja, war total doofe Aktion. Ich war leider auch mehr oder weniger Opfer des Geschehens. Vor mir war ja direkt der Sascha und der Christian, glaube ich, ne? Mhm. Und Christian, du hast dich dann gedreht, oder wie war das? Nee, ich hatte Dudel. Also ich habe bloß gesehen, der Start war eigentlich ganz normal und dann habe ich gesehen, mit links, dass Sascha irgendwie einen Schlag bekommen hat, sich nach links weggedreht und gleichzeitig vor mir der Daniel Streblo nach rechts. Also wenn das ein schwarzes Auto war. Ein schwarzes Auto hat sich gedreht und hat den Sascha dann mitgerissen. Und ich konnte ausweichen, aber durch das Ausweichen habe ich natürlich meinen Bremspunkt ganz knapp verpasst, weil ich da nicht sehen konnte in dem Moment, weil die kreuz und quer ja vor mir standen, die beiden. Und dadurch habe ich dann, glaube ich, den René leicht am Heck erwischt. Ja. Sorry dafür, aber ich war da auch nur noch Passagier. Hast du denn wenigstens Glück gehabt, René, oder? Nee, war alles in Ordnung. Und zweites Rennen, das denke ich. Ja, haben wir jetzt. René. Kommen wir gleich zu dir. Herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz. Ich weiß es nicht so ganz genau, fährst du jetzt eigentlich nur noch mit Blick auf die Meisterschaft oder fährst du schon auch noch auf Sieg? Also die Strecke liegt mir sowieso nicht so ganz. Den Eindruck hatte man, das ist richtig. Ja, das sind Mickey-Maus-Kurse hier, wie die letzten drei Kurse, die wir hatten, von Monaco angefangen über Nürburgring und über diesen Kurs. Also ich hasse solche Kurse. Okay. Und es ist halt ärgerlich und traurig und man trainiert wie andere auch und man kommt halt nicht an die Zeiten der Top-Leute ran, also es ist echt. Und deswegen auch nochmal Christian, unglaubliche Leistung, Doppelsieg nach so einer langen Pause, also Hammer, kann ich nur sagen, Glückwunsch. Ja, danke. Heute ein König. Ja, genau. Ja. Genau. Also wie gesagt, aber letztendlich, ich meine, du hast ja auch nicht allzu viel Ruhe, zumindest im zweiten Lauf, René. Da war ja ständig Action. War nach vorne, dann nachdem du auf Platz 3 warst, auch im ersten Rennen, war ja eigentlich alles noch so ein bisschen, wäre ja auch noch ein bisschen was gegangen, denke ich mal, aber da hat es dann nicht mehr ganz gereicht, aber jetzt wenigstens dritter Platz und was wirklich wichtig ist, glaube, du bist im zweiten Rennen wieder vor Sascha geblieben. Ja, zwei Plätze vor Sascha und am Start weiß ich nicht, ob ich das so auf meine Kappe nehmen soll oder muss oder jedenfalls, ich hatte einen super Start gehabt, bin super weggekommen und wollte den Robert ausweichen und ich glaube, dabei habe ich den Daniel ein bisschen torschiert, glaube ich, weiß ich nicht. Und der wollte, glaube ich, ausweichen und ist dabei ins Schleudern gekommen und hat den Startcrash verursacht. Naja gut, wir werden sehen, dafür haben wir ja Rennkommission, denke ich mal,
die werden sich das genauer angucken. Plus ich hatte halt die Kamera ganz weit weg stehen und ich kam da auch nicht so schnell dahin. Und da, wenn man dann nicht weiß, welches Auto der Auslöser war, da irgendeins zu greifen, verpasst man eigentlich viel spannendere Szenen, die dann danach kommen. Und deswegen habe ich mir das nicht näher angeguckt. So, dann haben wir jetzt jemanden, den wir eigentlich öfter mal im Interview, allerdings nicht hier. Und von daher, mein lieber Edgar, erstmal Glückwunsch zur Pole im zweiten Rennen. Also auch wenn das ein bisschen nicht unbedingt ein Grund ist zu gratulieren, weil das bedeutet ja auch achter Platz im ersten Rennen. Aber das erste Mal, wenn ich mich nicht täusche, vom Platz 1 weggefahren, ne? Nein, das war das zweite Mal beim ersten Rennen, wo ich als Wildcard-Fahrer mitgefahren bin. Ja, ja gut, aber jetzt in der regulären Wertung, ne? In der regulären Wertung ja, war es ja, das erste Mal die Pole im zweiten Rennen, das ist richtig. Ja. Ja, so, und dann ging das ja eine ganze Weile recht gut flott vorneweg und hinter dir haben sie sich schön behakt, bis dann halt Christian irgendwann da durch diese Meute durchgebrochen war und dann an dich ranfahren konnte. Aber sehr viel Gegenwehr habe ich da auch nicht mehr gesehen bei dir, ne? Es war Respekt. Okay, alles klar. Nein, Spaß beiseite. Also der Christian aufzuhalten wäre, glaube ich, der falsche Zweck gewesen hier. Er ist um gute 5-6 Zehntelsieger schneller gewesen als ich auf der Runde. Mhm. Und wenn ich den eben probiert hätte, hinter mir zu halten, dann wären sicher meine Reifen kaputt gegangen. Ja. Das Ziel war ja, zweiter Platz einzufahren, wenn sie irgendwie. Ja, wenn es sich dann ausging und es ist sich ausgegangen und auf Platz 3, das waren ja doch 10 Sekunden am Vorsprung, wie gesagt. Bin richtig, ich, ja. Da war er dann wirklich, ne, das war so streckenweise waren das fast 15 Sekunden. Also nach meinem Timing hier, das muss aber nicht unbedingt stimmen, aber es ist immer ein Richtwert. Also das war schon sehr, sehr gut, zumal auch Christian ziemlich lange gebraucht hat, bis er mal einen ansehnlichen Abstand zwischen sich und dich legen konnte. Also da kommen wir aber gleich dazu. Ja, es war bis 2 Runden Verschluss oder was, oder 3 Runden Verschluss. Ja. Maximal war es so 2 Sekunden Abstand. Naja, so richtig. So 1,2, 1,5 habe ich dann immer mal gesehen. So genau, dann habe ich aber zurückgeschalten, um ja keinen Fehler zu machen. Ja, genau, genau. Ja, mein lieber Edgar, herzlichen Glückwunsch zu den zweiten Platz. Danke. Hochverdient. Ich gratuliere noch den King von Hungaroring, den Christian. Gratulation. Dankeschön. So, und genau, und da kommen wir dann gleich nochmal zu dem Christian. Christian, du hast einen super guten Start erwischt, wenn ich das richtig, du bist von 8 auf 4 gefahren direkt, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und dann hat man es dir auch nicht so schwer gemacht, hatte ich so den Eindruck. Ja, also beim Start gut war er nett, er war ja durchschnittlich wie alle anderen, die um mich rumstanden. Aber ich habe einfach Dusel gehabt, dass bei dem Startcrash ich einfach nicht involviert war und konnte dann einfach durchfahren und war dann auf Platz 4 vorne und habe dann eben geschaut, wer vor mir ist und ja, der Robert war ganz vorne, habe ich gesehen, der ist dann irgendwann in die Box abgebogen, nachdem es ihn fast überschlagen hat und die bei den anderen wollte ich erstmal langsam machen, weil ich fahre nicht so oft gegen, also gerade weil ich jetzt wieder zurück bin, wollte ich erstmal schauen, was die in den Kurven machen und habe mir dann eben die Leute zurechtgelegt, um voranzukommen. Und danach habe ich eigentlich bloß nur versucht, einen Abstand zu halten, aber einfach danach auch nicht. Man musste schon. Richtig, richtig, richtig. Also ich sag mal, das war ein blitzsauberes Rennen. Ich denke mal auch gut eingeteilt, ohne nennenswerte Vorkommnisse und so weiter. Also das hast du sauber nach Hause gefahren. Denke ich, würde ich mal so behaupten. Also auch von mir nochmal für den zweiten Sieg ebenso die Glückwünsche. Und aber die Abschlussansprache gebührt heute Ole Hedderich. Ole. Du weißt ja, ich kann dich relativ gut leiden, aber was bitte war das in der letzten Kurve? Im letzten Rennen? Was hast du denn da veranstaltet? In der letzten Kurve? Ich hatte keinen. ich war mit einem Reifen weniger unterwegs. Ah, okay. Also du hast tatsächlich einen Platten, ja? Also, weil ja, ich hatte keine Kontrolle mehr. Ich habe gehofft, den noch überhaupt irgendwie ins Ziel zu bringen. Ja, und bist dann rückwärts durchs Ziel gefahren, ja. Und ich glaube, da kam der Michael Wenzel da und der konnte es überhaupt nicht verstehen, was da fährt, weil der hat nur irgendwie, du hast doch noch das Licht angemacht. Und, Das war ein Versehen, sorry. Ja, naja, ich dachte, das wäre Absicht gewesen. Du hast das gemacht, als du da mit dem Heck an der Bande, an der Leitplanke zur Box standst. Und da dachte ich, was machst du damit, wenn die um die Kurve rumkommen, sehen, dass da irgendwas ist. Ne? Genau, wenn dann nur aus Sicherheitsgründen. Ja, genau, okay. Also aus Versehen, aus Sicherheitsgründen. Und ja, grandiose Geschichte. Also haben wir jetzt auch mal einen regulären 11. Platz eingefahren, rückwärts durchs Ziel. Und ich muss sagen, für diese mistige Strecke, die sie einfach mal ist,
Habt ihr eine super Show geboten. Vielen, vielen Dank an alle, die hier heute gefahren sind. Dass das Starterfeld nicht so groß heute war, hat, glaube ich, nur der Renn-Action gedient. Also ich glaube nicht, dass wir hier so viel Spaß gehabt hätten mit 25 Autos. Also von daher, und ihr, die wirklich die Kings seid, indem ihr nämlich tatsächlich gefahren seid, das hätte auch gut mal in einen Streik ausarten können, hätte ich durchaus verstanden. Also von daher wünsche ich euch allen eine schöne Woche. Vielen, vielen Dank für den geilen Abend und wir sehen uns nächste Woche zum GSMF Cup. Vielleicht auch den einen oder anderen dann im Wildcard-Auto. Also, bis dann und ja, tschüss, schöne Woche. Tschüss.